separat mit Wien. Das Thema ist komplex, weckt Emotionen und viele Meinungen sind vorgefasst. Die Diskussionen zeigen vor allem, dass nur sehr wenige eine klare Vorstellung davon haben, worum es wirklich geht. Doch gibt es mehr Fragen als Antworten. Erlauben Sie mir deshalb einen weiteren Versuch zu erläutern, warum bereits der alte und nun auch der neue Stadtrat diese Vorlage unterstützt. Die drei wichtigsten Hintergründe sind: Erstens, wir alle können erkennen, dass sich die Welt immer schneller verändert. In weniger als 50 Jahren werden fünfmal mehr Menschen auf unserem Planeten leben als zur Zeit unserer Großeltern. Diese Menschen wollen ernährt werden. Sie wollen arbeiten, konsumieren und ihre Freizeit genießen. Die Klimapolitik kann nicht mehr wegdiskutiert werden. Im Klimabericht der Vereinten Nationen wird als wichtigste Ursache der Erderwärmung mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90% die menschlichen Emissionen des Treibhausgases Kohlendioxid, CO2 dafür verantwortlich gemacht. Drittens, das Zeitalter der fossilen Ressourcen neigt sich dem Ende. Laut den neuesten Prognosen der Internationalen Energieagentur IEA wird sich der Verbrauch fossiler Energie bis 2035 noch einmal verdoppeln, obwohl der sogenannte Peak Oil im Jahr 2015 erreicht sein wird. Es gibt aber auch andere, die behaupten, dass dieser bereits hinter uns liegt und konservative Betrachter beruhigen und meinen, dass dieser Peak erst im Jahre 2030 erreicht sein wird. Klar ist, wird weniger gefunden als nötig, wäre in den zukünftigen Bedarf zu denken. Diese drei Gründe haben uns veranlasst, herauszufinden, ob und welche Auswirkungen dies für eine Stadt wie Zug haben kann. Ich möchte Ihnen dies an unserem wichtigsten Ziel erläutern, die CO2-Reduktion. Heute ist die Stadt Zug zu drei Vierteln von fossilen Energieträgern abhängig. Ein Teil davon geht in den Verkehr, 33%. Der größere Anteil, 42%, wird in Stadtzugegebäuden verheizt. Dafür bezahlen Zugerinnen und Zuger jeden Winter rund 32 Millionen Schweizer Franken. Sehr viel Geld, das schnurstracks in Länder fließt, in die wir uns nicht einmal in die Ferien getrauen. Was in Staaten wie Libyen, Iran, extra mit unserem Geld passiert, können wir leider nicht beeinflussen. Wir sind bei der 2000-Watt-Diskussionen nicht die Einzigen. Viele Städte sind in der gleichen Ausgangslage. Einige haben das bereits gemerkt, bereiten sich vor oder sind schon dabei, sich schleunigst in eine bessere Position zu bringen. Abwarten und nichts tun ist auf jeden Fall die schlechteste Strategie. Dabei wäre gerade Ihr Zug in einer überaus privilegierten Situation und könnten mit See, Fluss und Grundwasser und Erdwärme den gesamten Wärmebedarf der ganzen Stadt decken. Wir nutzen heute bestenfalls vielleicht 2% dieser lokal vorhandenen Ressourcen. Für eine solche Umstellung brauchen wir vor allem Zeit. Wenn wir sehr bald beginnen, können wir es schaffen. Wir sprechen dabei auch von Investitionen in der Größenordnung von bis zu 400 Millionen Franken. Geld, das hier im Kanton und in der Region bleibt und nicht in problematische Staaten exportiert wird. Damit verbunden wäre ein nicht zu verachtender wirtschaftlicher Innovationsschub und die Schaffung vieler Arbeitsplätze. Allein durch eine solche Umstellung könnte sich die Stadt von der fossilen Abhängigkeit befreien und ganz wichtig, wir könnten unser CO2-Ziel schon fast erreichen, ohne dass sich da jemand einschränken müsste. Nun werden Sie sagen, aber das braucht doch alles Strom. Das ist natürlich richtig. Damit komme ich zum zweiten Schwergewicht in unseren Zielen, die Leistungsreduktion. In Zug
werden rund 20% des Energiebedarfs durch Elektrizität gedeckt. Dieser Strom macht aber beinahe die Hälfte der heutigen 6800 Watt aus. Das hat damit zu tun, dass der heutige Strommix im Zug zu 86% aus Kernkraft und lediglich 13% aus der Wasserkraft gewonnen wird. Strom aus AKWs hat einen Primärenergiefaktor, der rund 3-mal höher ist als Strom aus Wasserkraft oder anderen erneuerbaren Ressourcen. Das heißt, für eine Kilowattstunde AKW-Strom werden 3,5-mal so viele Ressourcen nötig wie für eine Kilowattstunde aus erneuerbaren Ressourcen. Würden wir es also schaffen, in 40 Jahren unsere Stromproduktion größtenteils auf erneuerbare Ressourcen umzustellen, möglicherweise teilweise aus der Region, wäre auch das Ziel der Leistungsreduktion schon fast erreicht. Und auch das, ohne dass sich irgendjemand einschränken müsste. Meine Damen und Herren, das nennt man Fortschritt, nicht Rückschritt. Sie merken, eine Tonne CO2 oder 2000 Watt haben eigentlich kaum etwas mit der Verbraucherseite zu tun, sondern hauptsächlich mit der Produktionsseite. Aber jeder von uns weiß, dass es auch auf der Verbraucherseite Potenziale gibt. Hier nur ein kleines Beispiel. Wenn Sie Ihren alten Kühlschrank durch einen A++-Kühlschrank ersetzen, spart dieser 2/3 gegenüber dem alten. Sie merken auch, dieses Thema in eine grüne Ecke zu drängen, wäre viel, viel zu einfach. Es geht mehr als um Auswirkungen auf das Klima. Es geht um die Verbesserung der Eigenständigkeit. Es geht um Schub für die Industrie und das Gewerbe. Es geht um die Stimulation von Innovation und Bildung. Und es geht um Arbeitsplätze. Es geht um einen wichtigen Anstoß zur langfristigen Sicherung unseres Lebensstandards. Im ersten Leitsatz der Energiestrategie heißt es, die Stadt Zug gehört auch in Zukunft zur Spitzengruppe. Zur Spitzengruppe der Städte mit einer hohen Lebensqualität. Geschätzte Damen und Herren Gemeinderäte, es liegt an uns, ob uns dies gelingt. Lassen Sie uns einen Schritt vorwärts machen. Und unterstützen Sie den Stadtrat in seiner Energiestrategie, die wir letztes Jahr festgelegt haben. Und dies können wir festlegen, wenn wir auch diese Initiative unterstützen. Ich danke Ihnen. Das Wort ist frei für die Fraktionen. Herr Werner Williger für die SVP. Jedoch bei weitem nicht, um das riesige Reduktionsziel zu erreichen.
Um das Ziel, eine 2000-Watt-Gesellschaft zu erreichen, braucht es einschneidende Maßnahmen wie diktatorische Umerziehungsprogramme, Verbote und Strafsteuern, aber vor allem muss die Mobilität entscheidend eingeschränkt werden. Der Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft verlangt also sehr viele unpopuläre Maßnahmen, die die persönlichen Freiheiten jedes Einzelnen stark einschränken und verursachen enorme Kosten. Tatsache ist auch, dass Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz paradoxerweise oft zu einem Anstieg des Stromverbrauchs führen. Beispiel dafür ist der Ersatz von Ölheizungen durch Wärmepumpen für die Beheizung von Wohnräumen. Wenn die Substitution im CO2-lastigen Transport- und Verkehrsbereich weg von Brennstoffen hin zum elektrischen Antrieb vorangetrieben wird, was heute der Fall ist, hat dies zwingend eine Zunahme der Stromproduktion zur Folge. Weitere Faktoren für eine Steigerung des Stromverbrauchs sind auch das Bevölkerungs- und das Wirtschaftswachstum. Der Stromverbrauch wird aber trotz Sparbemühungen weiter ansteigen. Der Stadtrat sagt in seinem Bericht und Antrag vom 14. Dezember 2010, Vorlage Nummer 2132, dazu folgendes, ich zitiere aus Seite 7. Die Reduktion von Dauerleistung und CO2-Emissionen unterliegen teilweise gegensätzlichen Mechanismen. Beispielsweise kann der Verzicht auf fossile Brennstoffe Treibstoffe eine effektive Maßnahme zur Reduktion von CO2 sein. Wird dieser Verzicht durch Elektrizitätsanwendungen substituiert, führt dies zu einem massiven Anstieg der Dauerleistung. Zitat Ende. Diese Aussage ist im Zusammenhang mit der Initiative 2000 Watt für Zug äußerst wichtig, denn genau dies passiert heute und wird in Zukunft noch verstärkt angewertet werden. Das heißt, die heutige und zukünftige Entwicklung auf dem Energiemarkt widerspricht den Zielen einer 2000-Watt-Gesellschaft diametral. Die 2000-Watt-Gesellschaft sehen wir als eine ideologische und kaum zu verwirklichende Zwängerei, die den Bürger als vermeintliches Allerheilmittel verkauft wird und die wir für nicht realisierbar halten. Ich stelle daher im Namen der SVP-Fraktion zum Beschluss des GGR folgenden Antrag. Zweitens, den Stimmberechtigten wird empfohlen, die Volksinitiative 2000 Watt für Zug abzulehnen. Abschließend noch zwei grundsätzliche Bemerkungen. Dass vor einem ehemaligen Professor der ETH und dessen Mitarbeitern entwickelte Konzept der 2000 Watt Gesellschaft wird heute sogar von der ETH selbst abgelehnt. Eine Reduktion des CO2-Ausstoßes auf eine Tonne pro Einwohner und Jahr ist nicht ohne den Ersatz der bestehenden Kernkraftwerke gemacht worden. Das muss man wirklich wissen. Nun noch eine Frage an den Stadtrat. Wann findet die Volksabstimmung statt? Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Und wir sind einen Teil.
Unsere Fraktion erachtet die Förderung von erneuerbaren Energien als wichtiger und als den richtigen Weg. Erlauben Sie mir noch eine Randbemerkung als Frage. Wie soll man dann im Jahr 2050 mit einem optimal isolierten Haus oder einem Windenergiehaus, das sogar noch überschüssige Energie ins Netz speist, aber der interne Verbrauch höher als 2000 Watt pro Kopf ist, umgehen mit dieser Infrastruktur? Wir danken Ihnen und hoffen auf Ihre Unterstützung. Werner Hauser für die FDP. Nehmen ab und werden irgendwann versiegen.
Deshalb müssen neue Lösungen gefunden werden. Die 2000-Watt-Gesellschaft ist ein energiepolitisches Modell, das im Rahmen des Programms Nova Atlantis an der ETH Zürich entwickelt wurde und besagt, dass 17.500 Kilowattstunden pro Jahr der Mensch im globalen Mittel verbraucht, was eben einer kontinuierlichen Leistung von 2000 Watt entspricht. In der Schweiz verbrauchen wir jedoch pro Person mehr als 6000 Watt. Die Vision der 2000-Watt-Gesellschaft sind eine kontinuierliche Absenkung des Energiebedarfs auf 2000 Watt und eine Ablösung der fossilen Energieträger vor. Dieser Wandel bedingt eine Anpassung der Infrastruktur, eine intelligente Lebensweise und den Einsatz von neuesten, hocheffizienten Technologien. Ein Übergang zur 2000-Watt-Gesellschaft wurde vom Bundesamt für Energie auch als eines von vier Entwicklungsszenarien bis im Jahr 2035 aufgenommen. Ich möchte noch den Hinweis machen, Sie haben hier zum Teil gesagt, dass die Initiative verlangt, dass bis im Jahr 2050 wir eine 2000-Watt-Gesellschaft haben. Das stimmt nicht. Die Initiative fordert, hat ein Zwischenziel und dieses Zwischenziel ist bei 2050 bei 3500 Watt. Es ist auch für uns klar, dass diese 2000 Watt Gesellschaft nicht im Jahr 2050 realisierbar ist. Bitte schauen Sie klar auf den Text, es wird nicht gefordert, dass dieses Ziel schon 2050 erreicht wird. Ob und wann wir dieses Ziel erreichen, wird nicht, kommt in der Initiative gar nicht zu tragen. Es ist ein Zwischenziel formuliert, aber das Endziel fordert die Initiative. Und wenn Werner Hauser sagt, ich möchte hier keine Klimapolitik anhören und gleichzeitig aber sehr wohl dann seine Vorstellungen darüber gibt, was denn die Stadt alles machen muss, damit es zu reichen ist, dann ist das nicht ganz sauber, finde ich. Der Stadtrat hat erklärt, wie er sich das vorstellen könnte und deshalb hat er Ihnen dies auch näher bringen wollen. Ich selber möchte nun aber noch zwei Punkte erwähnen, was es in meiner, also in dieser Initiative nicht geht. Und es sind für mich vor allem zwei Punkte. Obwohl Stadtrat Andreas Bosser gesagt hat, dass auch der Atomstrom eine wichtige Größe ist und vor allem Zug sehr viel AKW-Strom hat, möchte ich eigentlich die Initiative nicht als Abschaffung von Atomkraftwerken sehen. Ich möchte Ihnen hier nicht über Pro und Contra von Atomstrom, mit Ihnen über Pro und Contra von Atomstrom streiten. Wir müssen den Stellenwert des Atomstroms in der Schweiz, nämlich in Relation zum ganzen Energieverbrauch, sehen. Im Moment liefert die Kernenergie ca. 10% aller Energieträger. Sollte Öl mit Atomstrom ersetzt werden, bräuchten wir über 100 AKWs in der Schweiz. Es dürfte somit klar sein, dass die Kernenergie nie und nimmer die Lösung des Problems darstellen wird. Streiten wir also hier nicht über einen einzelnen Energieträger, der schlussendlich doch sehr wenig dazu beiträgt. Zweitens, es geht bei den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft auch nicht darum, die Lebensqualität einzuschränken. Es geht nicht darum, wieder zurück in die 60er Jahre zu kehren, als wir in der Schweiz nur 2000 Watt verbrauchten. Da es klar ist, dass die 2000-Watt-Gesellschaft nicht in nächster Zeit verwirklicht werden kann, setzt ja eben diese Volksinitiative ein Zwischenziel. Diese Ziele entsprechen den gleichen Zielen anderer Städte, welche bereits 2000-Watt-Gesellschaft anstreben. Diese Ziele sind nicht einfach zu erreichen, das ist richtig, aber sie sind machbar. Wenn wir aber weiter zu warten und uns nicht vorausschauen, in die richtige Richtung bewegen, so werden wir bereits in 20 oder 30 Jahren massiv mit der Realität konfrontiert. Dann werden wir eventuell dann auf Lebensqualität verzichten
zwar unvorbereitet und schnell. Nun, um was geht es denn in der Initiative? Es geht in meinen Augen um zwei Kernpunkte. Erstens, die Bevölkerung der Stadt Zug soll breit und kontinuierlich informiert werden. Die Stadt Zug ist Energiestadt und das ist auch gut so. Das Label Energiestadt ist dabei ein Leistungsausweis für Gemeinden, die eine nachhaltige kommunale Energiepolitik vorleben und umsetzen. Die Initiative der 2000 Watt-Gesellschaft setzt aber ein konkretes Ziel. Für mich sind Ziele immer wichtig. Sie geben eine Größe an, wohin wir in den nächsten Jahren streben wollen. Es gibt auch keine Sanktion, wenn wir es nicht erreichen bis ins Jahr 2050, das ist uns auch allen klar. Aber wollen wir denn nicht in diese Richtung gehen? Und um dieses Ziel zu erreichen, reicht es nicht aus, wenn nur die Verwaltung der Stadt Zug fortschrittlich denkt und handelt, sondern die ganze Bevölkerung muss mitziehen. Bei Unterschriftensammeln ist mir immer wieder aufgefallen, wie viele Personen noch sehr wenig über unsere bevorstehende Verknappung der Ressource Öl orientiert sind. Oder sie wollen es nicht wahrhaben, haben Angst vor Einschränkungen, wie sie sie eben geschildert haben, von Verteuerung vor Veränderung. Es braucht einen langen Weg, ein kontinuierliches Bewusstsein und darauf folgt dann auch das entsprechende Handeln. Binden wir doch die ganze Stadt in diese Entwicklung ein. Mit Erstaunen kann festgestellt, welche Sensibilisierung die Bevölkerung bereits der Stadt Zürich entwickelt hat. Steigen wir ebenfalls auf diesen Zug auf. Zweitens, die Wirtschaft soll in der Stadt Zug einen verlässlichen Partner mit einem konkreten Ziel finden. 80% unserer Energie beziehen wir aus dem Ausland. Wir sind abhängig von Ländern wie Libyen, Saudi-Arabien, Russland, Ländern aus Afrika und Asien. Sie diktieren heute und in den nächsten Jahren den Preis der Energieträger Öl und Gas. Wollen wir in Zukunft unser Geld weiterhin ins Ausland investieren, anstatt unsere Industrie und Technologie hier zu fördern, zu nutzen, aufzubauen und unsere Wirtschaft damit anzukommen? Wollen wir weiterhin von diesen Ländern abhängig sein und unseren Wohlstand auf solch unverlässliche Partner setzen. Wir wissen, dass erneuerbare Energien, energieeffiziente Geräte und nachhaltiges Bauen teurer ist als fossiler Brennstoff. Aber wenn wir bedenken, dass ein Umdenken und Umsteigen Zeit benötigt, so müssen wir heute die Weichen stellen. Jede neue Ölheizung, die heute installiert wird, ist eine vertane Chance. Eine vertane Chance, auch der Schweizer Wirtschaft Anspruch zu geben für einen neuen Weg. Neben der Endlichkeit der Reserven liegt der größte Nachteil der fossilen Energien in den Emissionen, die bei der Verbrennung entstehen. Die Stabilisierung des Verbrauchs, die Reduktion der energiebedingten CO2-Emissionen und der Ersatz der fossilen durch erneuerbare Energieträger stellen deshalb große Herausforderungen Energiepolitik, Wirtschaft und auch Forschung dar. Meine Damen und Herren der bürgerlichen Partei, sehen Sie einmal darüber hinweg, dass ein grünes Anliegen unmöglich ein bürgerliches Anliegen sein kann. Sehen Sie, welche Innovationen wir mit dem klaren Ziel für eine 2000-Watt-Gesellschaft schaffen können. Rechnen wir aus, was bis ins Jahr 2050 in der Stadt Zug getan werden müsste, um die Ziele der Volksinitiative zu erreichen. Lassen Sie uns mit der Wirtschaft zusammen diesen Weg beschreiten. Investieren wir unser Geld hier in der Schweiz und nicht im Ausland, zeigen wir der Bevölkerung, dass die Ziele umsetzbar sind und ohne auf die Annehmlichkeit unseres Lebens verzichten zu müssen. Setzen wir uns ein Ziel und arbeiten wir gemeinsam auf dieses Ziel hin. Ob wir es denn auch erreichen, wird sich zeigen. Zumindest haben wir es auch versucht. Sicher ist, dass wir mit einem klaren Ziel vor Augen am besten für die Zukunft gerüstet sind und unseren kommenden Generationen damit weiterhin Wohlstand beschweren. Ich stelle den Antrag übrigens, die Volksinitiative
2000-Wand-Gesellschaft als Beschluss heute im Großen Gemeinderat zu fassen. Damit würde eine Volksabstimmung hinfällig. Der bürgerliche Stadtrat hat noch im letzten Jahr die Volksinitiative 2000-Wand-14 unterstützt. Zeigen Sie dem heutigen Stadtrat, dass Sie daran festhalten und den Stadtrat in Zukunft auf diesem Weg unterstützen wollen. Gemäß dem Motto von Hans A. Pestalozzi: Im Haus muss beginnen, was öffnen soll im Vater.